Na, mal schauen, ob wir das hinbekommen mit dieser Folge mit den Aliens landen. Wir sollten erstmal zurück zur Erde. Was haben wir da gerade auf dem Plan? Nichts brieftechnisch. Nö. Also wir haben angefangen, ein bisschen rumzustänkern in Indien, aber das bringt nicht so wirklich viel. I'm here. Wir haben Pflanzen, aber da kümmerst du dich schon drum, ne? Ist doch nur eine Pflanze? Ja. Gear up. Ready to go. Tja, neue EU sieht gut aus, alt EU ist okay. Wir haben echt viele Kontrollpunkte über, ne? Ist halt nur das mit dem Alien-Level. Es gab da mehrere Ideen, was man alles machen könnte. Also halt langsam weiter expandieren, dass wir die Raumstation alle wieder aufbauen. Oder das Raumstation aufbauen sollte definitiv das Alien-Level erhöhen. Weil je mehr Mission Control man benutzt, desto stinkiger werden die. Aber wir haben echt viel verloren. Also gerade auch was die Prozentpunkte angeht. Guck mal hier, wir haben nur noch 8%. Wir waren nochmal bei 68 oder so. Und auch hier exotische Sachen waren wir dreistellig. Da haben wir alles verloren. Dann gab es auch noch die Idee, nicht selber zu bauen, sondern die von den anderen Leuten zu schnappen. Wenn wir es von den Untertanen nehmen, sollte es auch den Alien-Level erhöhen. Aber wenn wir von denen das nehmen, müsste das okay sein. Ihr habt keinen Strom? Hier haben wir Marinekasernen, das wird wohl eher nix. Hier ist eine Flotte direkt nebenan geparkt. Xenolabor, auch Marinekasernen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Wollen wir versuchen, da hinzufliegen und das Ding zu kicken? I'm here. Kannst du das? Einrichtung sabotieren. Nee, ich glaube, es gab da... Ready to go. Projekt sabotieren? Nein, nein, nein. Ich glaube, es gab eine extra Mission dafür. Für das Flippen von Hubs. Und das sollte entsprechend auch selten sein. Codex. Mission, Missionsliste, da. Habitatmodul sabotieren haben wir auch nicht. Wollen wir auch nicht unbedingt. Na, wo bist du? Vielleicht tauchen die erst auf. Also vielleicht hat einer von uns das schon, aber es taucht erst auf, wenn wir im All sind. Angriff auf gegnerischen Weltraumbestand. Weltraummarinesoldaten beim Versuch anführen, ein gegnerisches Habitat einzunehmen. Wir haben keinen Marinesoldaten. Flotten müssen an eine gegnerische Station andocken, um einen Angriff zu starten. Ja, dann schießen wir aber wieder auf die Point Defense, sonst können wir ja nicht andocken. Wenn wir auf die Point Defense schießen, dann kriegen wir wieder, wie heißt das noch? Eine Schandtat? Nein, irgendwas in der Richtung. Eine Gräueltat, müsste es glaube ich gewesen sein. Kriegen wir eine Gräueltat angerechnet, das will ich auch nicht. Weltraumbestandskontrolle. Ein Raumschiff oder Habitatbesetzung dafür überzeugen, deiner Fraktion beizutreten. Genau das. Das hätte ich gerne. Und das Symbol habe ich noch nirgendwo gesehen. Also ich denke, das haben wir nicht. Okay. Ich habe vor kurzem erst wieder Erfahrungspunkte verteilt bei meinen Agenten und auch ein bisschen hin und her geschoben, was Organisation angeht. Das heißt, ich muss jetzt doch wieder dazu übergehen, immer zwischen den Folgen zu checken, ob irgendeine Organisation ganz zufälligerweise dann diese eine Mission gibt. Nur um nochmal drauf reinzuprügeln, wie albern ich das finde, dass die Leute Organisationen brauchen, um Missionen durchzuführen. Und wie nervig und random und RNG das Ganze dadurch ist, dass es nicht sein müsste. Aber gut. Standing by. So, genug geredet. Wir... Na komm, schicken wir Leute wieder dahin. Making our case. At your service. Ready for orders. We'll make our appeal.
Standing by for orders. Müsst ihr mit ihm mal Hände schütteln, ne? Oh, sogar die sind wieder entspannt. Ja, weil die Aliens wieder entspannt sind. Das kann man so leicht ablesen. Irgendwas sabotieren? Na komm, sabotiert die mal. Breaching Lab Security. Einfach nur, wo wir es können. Go. Weiter. Lending my expertise. Die ganzen Raketen, die starten, sehr schön. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Also eine andere Art von Rakete, wie die einschlägt. Sabotiert man deren Laser. Ich habe die Forschung einen Rückschlag verpasst. Ja, gut. Public opinion is moving in our direction. Public opinion remains unmoved. Public sentiment is increasingly with us. Ja, die 1-2 Prozentpunkte machen da nicht so Target super viel. Secured. Oh, nochmal weiter beiden. Erdnahe Umlaufbahn. Wir sollten aber nichts zerstören und nur selten was zerstören. Hoffe ich mal. Na gut. Machen wir ihn weiter. Also wir. So viel über. Brasilien? 17 Mission Control. Ja, keine Chance, okay. Rakete. Ich glaube, das ist ein angenehmeres Ziel für euch. Where do you need me? What's the up? We'll make our appeal. Reporting in. What's the up? I'm here. Reporting in. Drei Leute, die da rumtröten. Polarwolf hat keine Chance, das zu knacken. Interessant. Es sind noch drei Armeen hier, ne? Das ist nicht schlecht. Dann destabilisiert das Ganze mal ein bisschen. Ja. Offering assistance. Klingt gut. Irgendwer hat irgendwo was getauscht. Halten wir eigentlich noch Nordkorea? Wegen den 180 Tagen abwarten zum Entschärfen. Ja, sieht gut aus. We've moved the needle. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side. The revolution is coming. Score one for the good guys. Die mögen uns nicht wirklich, aber es ist nicht mehr 9er Unruhen. Es ist ein Fortschritt. 76 Tage noch. Jo, das war zu schnell gedreht. Ja, hier wollen wir hinstarren. Juli, ein Monat und ein paar zerquetschte noch. Außer die haben sie die Geschwindigkeit irgendwie geändert. Das kann alles so bleiben. Du wechselst nur dein Pflanzenverbrennungsziel. Und Polarwolf checkt zwischendurch, ob sie nicht vielleicht doch langsam Chancen hat zu flippen. Aber nee, das ist viel zu gering. Nö, weiter. I will help them. Schiff gestartet. Da beitreten. Also Hauptsache keine neuen Flotten gründen. Wir haben schon so zu viele Flotten. Ich werde die alle nachher einmal abheben lassen und dann einmal fusionieren und wieder landen lassen. Das ist doch wesentlich einfacher. Wir haben immer noch Schiffe im Bau. Ja, ein Schwung kommt noch in 46 Tagen. Gott. Public sentiment is increasingly with us. 14%. The uprising is underway. Public opinion is moving in our direction. Wie teuer seid ihr eigentlich? By the numbers.
14 mal 4, 40, 56? Also 57 dann wegen Komma. Ist okay. Und ja, 47 fällt fast gar nicht auf. Terroristen in Libyen. Mehr Schiffe. Das waren jetzt auch die Schiffe, die... Nee. Nicht die, die zu uns kommen können. Politische Spaltung in der Mongolei. Die Mongolei ist nicht wirklich wichtig. Wir haben sie nur irgendwann mal, um sie irgendwie vielleicht zu assimilieren. Aber da wir jetzt hier nicht mehr von Russland ausgehen, sondern von Europa ausgehen, werden wir da hinten gar nicht ankommen wahrscheinlich. Also es ist unwichtig, was hier passiert. Mongolei investiert stärker in Schulungs- und Bildungssysteme. Warum geht die Demokratie wird bei allen um 0,5 runter? Wir hier, mehr Demokratie. Gut. Wir holen gut auf. Tux kann sich die Aliens angucken. On the way to the target site. Hab ich währenddessen... Also immer schön checken, ne? Ob wir da was machen können? Nö. Was war es gerade? Abklingzeit? Spanien. 29. Juli. Das wäre nächste Phase. Ich muss ja eigentlich gar nicht mehr gucken bei der neuen EU, oder? Achso, und Spanien ist dann auch das Assimilieren, ja. Ist nicht das Einladen. Sehr schön. Bestätigen. Offering Support. Bin noch gespannt, wo die Aliens landen mit dem Schiff. Wahrscheinlich in Indien, oder? Also hier und dann übernehmen sie das? Oder wie funktioniert das? We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. The people will be free. 30% Ruf schon. In Brasilien. Also wenn ich die Aliens wäre, würde ich in Indien landen. Und dann die Armeen hier nutzen, um von hier aus weiter wegzugehen. Recon complete. Oh, oder wenn die Aliens wirklich sehr, sehr stark sind, in dem Gebiet landen, wo die größte Gefahr besteht. Also das erstmal bomben. Komplett EU und Eurasien bomben. Wahrscheinlich EU hat eine dichtere Konzentration an Panzern. Also hier aus dem Orbit erstmal die Armeen zerstören und dann da landen. Wobei die Aliens haben ja sehr viele Auflagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Scheinbar. Weil sie ja quasi nur Aufpasser sind, dass die wilden Menschen nicht ausbrechen. Die Terrormissionen sind ja auch nicht, wir gehen hin und wir zerstören die ganze Stadt mit Atombomben oder sonst irgendwas. Das sind ja Echsenmenschen laufen durch die Stadt und erschießen vielleicht ein paar Leute. Hört sich auch wieder danach an, als dürften sie gewisse Sachen einfach nicht machen. Oder wollen sie gewisse Sachen nicht machen. Sie machen halt einfach nur ihren Job, auch wenn es ein Scheißjob ist. Egal. Tux hat geguckt. Ja, dann hilf mal hier beim Destabilisieren. Wollen wir noch heute destabilisieren? Nee, ne? Du guck dir Leute an. Guck mal, wer das da ist. Einfach nur so. Investigating target. So. Polarwolf, kannst du jetzt langsam hier 5% zu knacken? Das ist komisch. Ja. Wann läuft deine Verteidigung aus? Das werden sie sofort wieder aktualisieren, oder? 15. September. Das ist nicht so lang hin. Dann mach doch mal einen kleinen Ausflug und töte einfach jemanden. Taking them down. Einfach nur so zur Abwechslung. Wen haben wir hier? Du hattest schlechte Stats. Ich hatte meine Todesliste, ja, die habe ich auch schon abgearbeitet. Ich glaube, wir nerven jetzt einfach noch ein bisschen. Das heißt, wir zerschießen jetzt 50 Einfluss vom Gegner. Aber die Gegner werden eh nicht viel Einfluss haben wie wir gerade. Offering Council. So, August. Flotte war August, ne? Irgendwie Mitte August? Miss the target. Oh. Surveillance complete.
The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Da kommen die Flotten. We're winning their hearts and minds. 64. Das hat noch so ein extra Symbol da unten links, auch wenn es irre klein ist. Angriffsträger. 29. August. Okay. Oh, nächste Zuweisungsphase müssen wir noch an Spanien denken. So. At your service. Chooks. Time to make our move. Ist doch aktiv, richtig? Acknowledged. Genau, Spanien können wir auch saugen. Polarwolf. Könntest Hände schütteln mit der Akademie? Das mache ich mal einfach, um zu gucken, ob sie irgendwas zum Tauschen haben. We'll open a tunnel. Der Rest trötet währenddessen weiter. Standing by. In der Hoffnung, dass wir, wenn wir über 50% sind, das dann auch flippen können. Wenn das denn gleich überhaupt noch relevant ist. Das ist die letzte Zuweisungsphase jetzt, ne? Ja, okay. Making contact. Hi. Though our methods may differ, we both wish to safeguard humanity. Minenproduktion außerhalb der Erde um 10% erhöht. Dafür kriegst du... Come on. Wir 73.000 Geld haben wir inzwischen. Fairer Handel. Ist es das? Also das war, glaube ich, eine Sache, die konnte man schon vor einer ganzen Weile bekommen. Erwartete Prospektion. Tech Tree. Vollständig anzeigen. Erweiterte Prospektion. Nee. Mobiles Labor. Das ist eine 59% Chance. Was wir eigentlich machen müssten, wären jetzt... Oh Gott. Wären jetzt Projekte rauszusuchen, die wir hätten haben können, aber nicht bekommen haben. Und die dann ertauschen. Pulsarantrieb zum Beispiel. Achso, vollständig anzeigen. Pulsarantrieb. Das könnten wir jederzeit schnell forschen. Was haben wir? Dieses Projekt ist für die Forschung verfügbar. Warum können wir es dann klauen? Tauschen meine ich. Ach, der Fortschrittliche. Ja, den werden wir wahrscheinlich freigeschaltet bekommen, erst wenn wir das Ding gemacht haben. Das mache ich zwischen dieser Folge und der nächsten vielleicht. Nimm mal das alles weg. Hier in einem Taler. So. Also, wenn ich mich dazu durchringen kann, gehe ich die alle mal durch und schaue, was uns fehlt. Also, wo wir den Würfelwurf quasi verhauen haben. Exotische Hybridsysteme sind fertig. 9 Tage vor der Landung. Einige unter uns sahen in den bemerkenswerten Eigenschaften der Exomaterialien zuallererst die Möglichkeit, leistungsstarke Waffen und Panzerungen zu erschaffen. Was keine Überraschung ist, da sich die Menschheit seit Urzeiten immer wieder nur allzu gerne in Konflikte verstrickt. Das größte Potenzial dieser Materialien liegt jedoch in einem völlig anderen, friedlichen Bereich. Wir haben mit den Materialien Antriebs- und Reaktorprototypen erschaffen, deren Effizienz, Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit alles Dagewesene übertreffen. Unter Experten wächst die Zuversicht, dass diese Entdeckung es der Menschheit sogar ermöglichen könnte, die Weiten des Weltalls jenseits unseres Sonnensystems zu bereisen. Okay. Exo-Stachelkühler. Das ist jetzt eine private Forschung, die wir gerade durchgehen, ne?
gehen kurz raus. Ja, neues normales Projekt. Was war gegen den Pulsarantrieb? Ich glaube, der war doch eigentlich okay. Alien-Computer. Der Pulsar ist nicht bei meinen priorisierten Sachen. Pulsarantrieb. 2000 ist machbar, ne? Nimm den mal. So, Europa ist auch nicht mehr weit weg. Also Großeuropa. Ende des Jahres. So. Starre auf das Datum. Mehr Schiffe. We've moved the needle. The people will come to our side. We've moved the needle. Brasilien ist soweit jetzt vorbereitet. Also wir sollten es bald flippen können. Spanien kommt dazu. Wrapping up here. Wir haben noch mehr Punkte über. Mhm. Sehr gut. Also, Flotte ist eingetroffen. Fortfahren. Jetzt hätte man ein Fenster von mehreren Tagen scheinbar, um das Ding abzuschießen. Also nicht können. Und wir haben jetzt noch eine Zuweisungsphase. Okay. Where to? Polarwolf. Also erstmal darf Tux wieder Pflanzen verbrennen. Eine Pflanze. Ja. Ready for my mission. Und Polarwolf kann gucken, wie das jetzt hier aussieht. 53% ist okay. Das machen wir ein paar Mal, dann passt das. Turning up the heat. Ja, der Rest macht weiter. Bestätigen. Offering assistance. Alien landen Kriegsschiff auf der Erde. Die Aliens sind anscheinend zur nächsten Phase ihres Vorhabens mit der Erde übergegangen. Es handelt sich weder um nächtliche Besichtigungen noch um heimliche Entführungen. Sie wollen offen kundtun, dass sie hier sind und sie sind mächtig. Wir vermuten, dass sie sich darauf vorbereiten, eine Armee von außerirdischen Kriegsmaschinen einzusetzen. Unsere Besucher haben auf jegliche Täuschungsversuche verzichtet und landen massenhaft auf der Erde. Offen sichtbar und auffällig gut gerüstet. Ob diese Machtdemonstration eine Abschreckung sein soll oder die Vorhut einer Großinvasion ist, könnte von der Reaktion der Menschheit abhängen. UFO landet auf der Erde. Ein außerirdischer Transporter ist in der Region Phnom Penh in Kambodscha gelandet. Aufklärungsbilder zeigen, dass er anscheinend Truppen und Kriegsmaschinen ausspuckt. Wir glauben, dass wir nun 30 Tage haben, um dies aufzuhalten. Jeder Versuch, die Landung mit Armeen anzugreifen, wird mit Sicherheit als Kriegserklärung an die Aliens und ihre Interessen auf der Erde angesehen. Ja, also ich versuche mich ja gerade einen Ticken zurückzuhalten, die Aliens stinkig zu machen. Weil wenn die Aliens stinkig sind, kommen wir so gut wie gar nicht voran. Wenn wir sie jetzt also nicht aufhalten, gründen sie selber Territorien auf der Erde und übernehmen nach und nach die Erde. Was ist da denn der Plan? Weil je mehr sie voranschreiten, desto weniger wir sie aufhalten, nur aus Bequemlichkeit, desto besser ist deren Machtposition, ne? Ach ja. Zeig mal an. Da unten. Warum denn da? Bei Humanity First. Die Aliens sind in dieser Region gelandet. Also wir könnten da auch keine Panzer hinschicken. Also außer wir würden jetzt überall... Die haben kein so ein Ankersymbol, ne? Davon haben zwei ein Ankersymbol. Drei. Sollten wir vielleicht auch mal ausbauen, ne? Marine aufbauen. So. Damit wir auch ein bisschen einsatzfähiger sind. So oder so können wir jetzt gerade gar nichts machen. Wir müssen erstmal warten, bis die Phase durch ist. Das
Das heißt, wir haben auch nur eine Phase der Zeit, ne? Aber sie sind einen Tag nach unserer Zuweisungsphase gelandet. Das heißt, wir haben jetzt eine Zuweisungsphase am 16. und dann die nächste erst wieder am 1. Und dann können sie schon ihr Ding machen. Also wenn wir sie jetzt nicht angreifen, landen sie. Was? Wrapping up here. Was zur Hölle ist hier passiert? Wir waren schon bei 40%. Jetzt sind wir bei 10? Ist das wegen den gelandeten Aliens? We're winning their hearts and minds. Ja gut, den werden wir es auch nicht knacken können. Dann haben wir jetzt noch eine eine 11% Chance. Sehr gut. Ja, Tux. Tux hat gerade erfolgreich Pflanzen verbrannt. Willst du jetzt das Alien-Schiff da sabotieren oder wie funktioniert das? Wir müssen da eine Armee hinbekommen, ne? Wie sollen wir in so kurzer Zeit eine Armee da hinbekommen? So, Tux. UFO-Landung. 1% Chance. Alien-Verteidigungskräfte 36. Kommando ist unser Kommandowert, ja. Operation? Was für Operation? 8. Ich weiß nicht, was mit Operation gemeint ist. Marines vielleicht? Ja, nee, das wird nix. Bomb. Kümmer dich um die. Where do you need me? Die Armee von uns mit dem Anker. Könnten wir dich komplett da hinten hinschicken? Nö. Auch wenn er technisch gesehen eine Wasserverbindung wäre, auch wenn sie sehr lang ist. Ja gut, hier ist der Kanal. Wir haben Israel, aber nee. Wir müssten ganz außen rum. Marinearmeen, was das Ding hier sein sollte, was ich gerade ausgewählt habe. Ja. Marinearmeen können sich innerhalb der weltweiten Küstenregion bewegen, sofern keine kriegsführende Macht eine maritime Überlegenheit besitzt. Also wir sind mit niemandem im Krieg. Ist das damit gemeint? Gibt es irgendwo eine Liste an laufenden Kriegen? Kriege. Südkorea und Ägypten. Alien-Verwaltung und Kambodscha. Okay, die Aliens haben anscheinend instant die maritime Macht an sich gerissen. Das heißt, selbst wenn wir wollen würden, könnten wir gar nichts machen. Okay. Schnapp übersehen. Ready to go. Könnten wir hier... Es hilft nichts, dafür Unruhe zu sorgen und dass sie uns mehr mögen, ne? Nee. Wir warten jetzt erstmal. Oh, nein. Ja, wir warten jetzt erstmal ab und gucken, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also mit den Aliens, mit deren Land, wie die sich ausbreiten und sowas. Das sind ja alles wichtige Informationen für nachdem man in die Zeitkapsel gesprungen ist, um das Ganze nochmal zu machen. Wie der Commander das doch gerne tut. So. Lending my expertise. Forget the trappings of wealth and power. Everything that makes life special. Ankunftskultur wurde gerade erforscht. Vernetzte Propaganda sofort danach. Das könnte man zusammenhängend sehen. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. Public opinion is moving in our direction.
Krieg. Australien hat sich mit Krieg, Alienverwaltung und Kambodscha gegen die Alienverwaltung verbündet. Ja, Aussies! Aber die haben noch keine Truppen da, ne? Also sobald die Aliens wirklich ein Land haben als Besitzer, können wir denen ja auch Beziehungen schlecht machen oder sowas. Da müssen wir mal gucken. The LZ is secure. Weitermachen. Feindliches Schiff schließt sich The Resistance an. Was bist du für ein Schiff? 21. Was? 15 Kampfschritte ist okay, aber hier, die Delta V ist interessant. Wie kann ich dich genauer angucken? Du bist Erdumlaufbahn. Dock mal Forschung 1. Hat Forschung 1 überhaupt eine Tankstelle? Unsere letzte Station im Orbit, ne? Ne, okay, dann Mondtankstelle. Gott. Wie kann ich dich angucken? Tigris-Klasse. Okay, braucht immer noch Wasserstoff. Hat eine Rail Cannon MK3. Die düsten Raketen, die man haben kann. Was für ein Antrieb? Pulsarantrieb. Ja, das scheint doch gut zu sein. Verbundpanzerung. Oh, könnte das Ding bombardieren? Hätte keine Option dafür, ne? Nee. Weil so eine Rail Cannon sollte aus dem All auch runterschießen können. Also ja, interessant. We've removed some threats. Erster Kontrollpunkt ist unser. Hier hat sich immer noch nichts getan. Nee. Neue Rivalität. Brasilien. Okay. Ja, die sabotieren jetzt wieder, weil sie merken, dass wir versuchen, Brasilien zu übernehmen. Also sorgen sie dafür, dass alle uns hassen und wir uns mit niemandem verbünden können und all solche Sachen. Ist okay. Wir machen trotzdem weiter. Versucht zu knacken. Der Rest rötet weiter und wir starren auf die Aliens.